Moin Jungs, da bin ich wieder. Und zwar heute zeige ich euch, wie man Selfies mit der Snapmatic-Kamera von GTA 5, wie man dort Selfies in der Third Person machen könnt. Also wie ihr das erkennt, ihr wollt ein Foto machen und habt ihr die Ansicht. Und ja, damit lässt sich nicht so gute Fotos machen. Und mit einem kleinen Trick könnt ihr wirklich aus der Third-Person-Sicht direkt Fotos machen, im Social Club dann anschließend auch hochladen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Und zwar, ihr braucht das Klappmesser, wo ihr ja in jeder Ammonation findet, das jetzt neu dazu kam. Zack. Und wenn das dann in der Hand hat, probiert das einfach nochmal. Und wie ihr seht, tada! Ihr könnt Fotos machen. Also in der Third-Person-Sicht, ihr könnt die Kamera drehen, nach oben, nach unten, so wie ihr halt auch die normale Kamera bewegen könnt im Spiel. Und könnt dann ja Fotos machen. Ich zeige es euch gerade mal als Beweis. So, jetzt haben wir ein Foto gemacht. Oh, Speichermedium ist voll. Ich lösche mal kurz ein paar Fotos, um euch dann zu zeigen, dass es funktioniert. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt habe ich ein paar Bilder gelöscht. Inzwischen ist es auch schon wieder hell im Spiel. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Machen wir ein Foto. Zack. Wie ihr seht, speichern. So, jetzt gehen wir da mal raus und zeigen euch das unter Galerie. Und da seht ihr links oben schon das Foto. Also wenn dann die anderen fertig geladen haben. So. Und mit R3 könnt ihr es dann im Social Club hochladen. Und ja, jetzt lade ich gerade noch inzwischen die anderen Fotos hoch. Aber wie ihr seht, es hat wunderbar funktioniert und so jetzt könnt und so könnt ihr jetzt richtig geile, ja, Selfies machen, nicht nur immer mit dem Gesicht oder so, das ist ein bisschen blöd, sondern so wie ihr die Kamera habt, so könnt ihr dann auch ja eure Fotos machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es macht euch Spaß, mir weiterhin zuzuschauen. Dann lasst ein Like da und auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Video. Also, ciao Jungs, macht's gut.